Ja, und peinlichste Berliner, das ist eine Riesenehre von 4 Millionen Einwohnern, bin ich der peinlichste. Wer ist das schon? Ich finde das sehr gut. Alle Frauen lieben mich. Die klugen Frauen. Er ist irgendwo so in der Pubertät stecken geblieben, glaube ich. Fette Kohle und riesige Frauen. Und 1933 sind meine Eltern mit mir, mit ihren Eltern, Onkel, Tanten, die ganze Familie nach Palästina gegangen. Dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass wer in Berlin geboren ist und zurückgeht, 6.000 DM von der Regierung kriegt. Mit den 6.000 Mark und was ich da verdient habe, habe ich 1957 meinen ersten Laden aufgemacht. Der hieß Old Inn und der war von der ersten Sekunde ein Smash-Hit. Dann hatte ich natürlich 10 Jahre später meine 5 Clubs und da habe ich natürlich auch sehr gut verdient. Leben wird abgefilmt. Kein Schritt, der nicht dokumentiert wird. Wir sind hier mitten im Zoo vom Cannes. I love you. Honestly, Senegal. Schön ist das. Rolf hat mich ganz sicher geliebt, ja. Später hat er das dann sehr hübsch übertragen auf den Muttertag, weil ich ja, wie gesagt, die Kategorie wechselte, war ich dann in einem anderen Verteiler. Nicht mehr Valentinstagsrosen, sondern Muttertagsrosen kommen jetzt. Ne? Alle gehen davon aus, dass es das geben muss, dass die vielen Mäntel, die da um diesen Mann gelegt sind, der goldene, der silberne, der mit den Diamanten, dass da ganz, wenn man alle auszieht, dass da noch eine Gestalt sich drinne befindet. He's a very generous man. 5 years ago, I had cancer and then he sent me a lot of money, which saved my life. Die Frau, die mir meinen letzten Orgasmus und ich auf ihr sterbe, ich muss aber auf ihr sterben, steht ja in meinem Testament, die kriegt dann 250.000 Euro.